Meine Damen und Herren, ich eröffne die 117. Plenarsitzung. Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Zur Tagesordnung gibt es noch einen Hinweis. Mir ist gesagt worden, dass zu Tagesordnungspunkt 14, das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein zweites Gesetz zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes und von Rechtsverordnungen über die Juristenausbildung, die Reden lediglich zu Protokoll gegeben werden sollen und wir auf eine Aussprache verzichten können insgesamt. Herr Frömmrich. Kollege Frömmrich, ja. Jetzt mach's nicht kaputt. Ja. Vielen Dank, Herr Präsident. Genau so haben wir uns verständigt, dass diejenigen, die die Reden zu Protokoll geben wollen, das tun können, bitte. Gut, also dann machen wir das so einvernehmlich. Hier steht noch, wenn die Reden zu Protokoll gegeben werden, bedingt ist aber trotzdem, dass der entsprechende Redner anwesend sein muss. Also vielleicht einmal am Tag. Mal gucken. Gut, dann ist das so. Dann ist das so auch erledigt. Sehr gut, darf das zitieren. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass die Stimmung gut ist. Wir tagen heute voraussichtlich bis ca. 20 Uhr. Auch hier gibt es noch Möglichkeiten, das zu verbessern. Eine ca. 60-minütige Mittagspause ist nach Top 64, dem Setzpunkt der FDP, vorgesehen. Im Anschluss an die amtliche Mitteilung beginnen wir mit den Aktuellen Stunden. Ich begrüße wie immer auch besonders herzlich die Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne. Herzlich willkommen. So, es fehlen heute ganztägig eine ganze Reihe von Abgeordneten. Die Kollegin Lena Arnold, CDU, Karl Bolldorf, AfD, Thailand Burku, Bündnis 90 Die Grünen, Nadine Gersberg, SPD, Lisa Gnadl, SPD, Klaus Herrmann, AfD, Knut John, SPD, Petra Müller-Kleppe, CDU, Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, Die Linke, Sabine Waschke, SPD. Noch sind wir beschlussfähig. Gibt es noch irgendwelche? Noch irgendwelche Entschuldigungen? Bitte sehr, Kollege Frömmrich. Drück drauf. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte die Kollegin Katrin Anders und den Kollegen Markus Hofmann entschuldigen. Also Katrin Anders und der Kollege Hofmann auch entschuldigt. Und der Staatsminister Al-Wazir und der Staatsminister Boddenberg. Bitte also darauf zu achten, dass wir die Beschlussfähigkeit des Hauses immer garantieren. Sie kennen das, Kollege Rudolph. Wenn drei im Saal sind und vier rausgehen, muss einer reinkommen, damit keiner mehr drin ist. Das wissen Sie, das ist die alte Regel. So, jetzt habe ich noch ganz kurz, war der Wunsch des Kollegen Bocklet, dass ich kurz was zum Fußball sage. Unsere Eintracht hat ein bisschen geschwächelt, aber der Kollege Bocklet ist ja Co-Präsident des Fanclubs und er hat mir heute Morgen versichert, dass es doch noch gut geht, dass die letzten beiden Spiele in der Runde gewonnen werden. Das wäre schon alles in die Reihe gemacht worden, dass das so gut funktioniert. Und deshalb wünschen wir unserer Eintracht trotzdem alles Gute. Ne? Offenbacher Kickers haben neuen Trainer, gewinnen jetzt nur noch in Richtung Meisterschaft. Darmstadt hat gewonnen. Und wir haben ja auch hier einen Fanclub von Mönchengladbach, das will ich auch mal sagen, ich werde immer wieder darauf hingewiesen, eine große Mannschaft mit mindestens drei Leuten unter Führung des Innenministers. Die haben auch mal fünf Tore geschossen am Wochenende und das wird der letzte Sieg. Frau Ministerin Hinz weist darauf hin, dass Dortmund durch das Zuvorkommen unserer Bayern dann noch einen Punkt machen konnte in der 95. Minute. Aber, meine Damen und Herren, jetzt wollen wir mal die Wahrheit sagen. Unseren Bayern wollen wir auch gratulieren. Die haben gestern Abend den Einzug in das Achtelfinale direkt. Wir sind doch neutral hier, Kollege Frömmrich. Also bitte, wenig Beifall, merke ich. Doch mehr Beifall von vielen Seiten. Gut, also ich merke schon, ihr seid heute nicht fußballaffin. Dann beenden wir das jetzt mit der Mitteilung mit den Bayern. Und ich weise darauf hin, dass zu Beginn der Mittagspause der Europaausschuss im Sitzungsraum 100a tagt. Das waren die amtlichen Mitteilungen.